Danke, Frau Präsidentin. Nach dieser, einer muss ja jetzt die SVP-Party crashen, hier nach 4, 5 Rednern, die ja sehr wohlwollende Worte auch gefunden haben. 532.000, 6,7 Milliarden und eine Fata Morgana, das sind für mich so die drei Zahlen und Begriffe, für die dieser Haushalt steht. Und es ist ja auch der letzte große Haushalt einer Legislaturperiode. 532.000, also etwas über eine halbe Million Menschen leben derzeit in Südtirol. Und wir Politiker neigen immer dazu, auch zu sagen, die Leute, wenn man argumentiert, die Leute draußen am besten noch, genau. Und wer sind diese Menschen? Das sind unsere Familien, das sind unsere Nachbarn, das sind die, alle, die wir auf der Straße in unseren Dörfern und Gemeinden treffen. Das sind alte, junge, das sind Selbstständige, das sind Angestellte, das sind die, die mit dem Radl fahren, die LKW fahren, die heute Schnee geräumt haben, andere werden Pisten präparieren. Das sind Frau, Männlein, Weiblein, dicke, magere, große, alte, kleine, also bunt durch, das sind alles wir Südtiroler und die sind auch politisch überall mit dabei und mit ihren unterschiedlichsten Ideen und Lebensplänen. Und für all diese Menschen verabschieden wir heute 6,7 Milliarden und das ist ihr Geld. Das ist zum Großteil das Geld, das genau diese Menschen Tag für Tag erwirtschaftet und erarbeitet haben. Das sind pro Kopf ungefähr 12.500 Euro für jeden Arbeitenden, für jeden Arbeitslosen, für jedes Kind, für jede Großmutter. Das heißt, eine vierköpfige Familie, da reden wir von 50.000 Euro, die wir für eine vierköpfige Familie sozusagen jetzt einsetzen. Das ist eine sehr, sehr große Verantwortung. Also ich verspüre das wirklich ganz stark, was wir hier machen, was wir hier in die Wege setzen. Wir bestimmen das Jahr, die Rahmenbedingungen für eine halbe Million Menschen für ein ganzes Jahr. Nicht natürlich die persönlichen Rahmenbedingungen, aber doch wesentliche Rahmenbedingungen des alltäglichen Lebens. Und dieser Haushalt mit diesen knapp 7 Milliarden Euro, der dann ja auch noch wächst mit dem Nachtragshaushalt und die 7 Milliarden überschreiten wird, der ist das wichtigste Gesetz eines Jahres in diesem Haus. Und Kollegin Amhoff, ich weiß, dass dir zum Beispiel die Kinderbetreuung und die Sommerbetreuung immer sehr am Herzen liegt. Und das ist immer wieder Thema auch hier in der Aula, inwieweit die öffentliche Hand mitzahlt oder nicht. Bei Kollegin Foppa erst kürzlich auch die Seilbahnanlagen. Werden neue Pisten, werden neue Aufstiegsanlagen errichtet? Wie werden sie errichtet? Wie viel öffentliches Geld, wie viel Steuergeld kommt da herein? Kollege Locher hat es ja in seiner Rede ja auch schon gesagt, Burkenkäfer, wie viel gezielt kommt da für sein Herzensanliegen oder zumindest da, wo er irgendwo ein Steckenpferd, ein politisches hat, wie viel wird da genau verwendet? Diese große Verantwortung haben wir und das Tragische ist, weder die Kollegin Foppa weiß, wie viel für die Aufstiegsanlagen verwendet wird, der Locher weiß nicht, wie viel für den Burkenkäfer verwendet wird und die Amhoff weiß nicht, wie viel für die Kinderbetreuung nächstes Jahr verwendet wird. Warum? Weil wir bei diesem Haushalt immer an der Oberfläche bleiben, bei den groben Kapiteln. Wir kommen nicht zu den einzelnen Kapiteln hinein. Und ich habe das jedes Jahr angeprangert, dass wir nicht in die Lage versetzt werden, über die Kapitel informiert zu werden. Dann heißt es technisch nicht möglich. Beim Nachtragshaushalt haben wir aber auf einmal die Kapitel. Das sind immer die Kapitel. Das ist dann, wenn die Kollegin Arzt-Dammerle fragt, 5738, was ist das? Das ist das Kapitel. Das ist das Kapitel, wo drin steht, für was in den einzelnen Ressorts die Gelder verwendet werden. Und ich halte das einfach für verantwortungslos, dass hier 35 Menschen
über eine halbe Million abstimmen, über das Geld und eine halbe Million Leute abstimmen, über knapp 7 Milliarden, ohne zu wissen, für welche Projekte und Ziele genau. Und nun zur Fata Morgana. Fata Morganas kennt man eigentlich eher in den Wüsten. Also man sagt, man sieht am Horizont etwas, Wasser, eine Oase, auf etwas, das man sich freut, eine Hoffnung, die man hat. Wir haben hier eine politische Fata Morgana erlebt in einem, ich sag's einmal, in einem Land, das demokratiepolitisch teilweise einer Wüste ähnelt. Louis Durnwalder hat viele Stärken gehabt, aber auch sehr viele Schwächen. Und die größte Schwäche, die er hatte, er hat wahrscheinlich 5 Jahre zu lange regiert. Er hat nicht verstanden, wann es Zeit wäre, irgendwo das Ruder abzugeben. Nach knapp 25 Jahren Durnwalder Ära waren Sie, Landeshauptmann Kompatscher, die Fata Morgana, beziehungsweise nein, da waren Sie noch keine Fata Morgana. Sie waren wirklich der Hoffnungsträger innerhalb Ihrer Partei, aber auch außerhalb. Ich kann mich gut erinnern, auch als Oppositioneller, wie man sich gefreut hat, wenn ein junger Landeshauptmann kommt, der ankündigt, dieses Land erneuern zu wollen. Und dass dieser Begriff der Erneuerung in allen Bereichen, der war ja so präsent, dass man sogar von der Erneuerung gesprochen hat. Dieses Wortspiel Arno, Erneuerung, das wurde damit verbunden. Und ich habe mir ein paar Pressestimmen rausgesucht damals und auch Interviews, die Sie gegeben haben, nicht um sie vorzuführen, nur um diese Stimmung wiederzugeben, die beim Antritt Kompatscher in den Monaten davor und auch in den ersten Monaten der Amtszeit in Südtirol geherrscht haben. Zu einem guten Teil wird der von Arno Kompatscher geplante neue Stil von ganz alleine kommen. Schließlich saß Durnwalder knapp 25 Jahre auf dem Landeshauptmannssessel. Viele Menschen können sich gar nicht mehr an die Zeit vor seiner Ära erinnern. Sein Nachfolger ist nun ein ganz anderer Mensch. Durnwalder überlegte zum Beispiel, Ordensmitglied bei den Augustiner Chorherren zu werden. Kompatscher liebäugelte mit einer Mitgliedschaft bei den Grünen. Der Landeslouis hatte einen besonderen Draht zu den Bauern im Land. Alpen-Obama, wie die Opposition Kompatscher nennt, wird hingegen dem Wirtschaftsflügel der Partei zugeordnet. Allerdings achtete der Landesfürst auch darauf, Durnwalder, dass ihm niemand gefährlich wurde. Das will Kompatscher jetzt laut eigenen Angaben ändern. Demokratischer soll es nun im Land zugehen und die Opposition soll stärker eingebunden werden. Noch vor seiner Wahl hatte Kompatscher im Landtag seine Regierungserklärung abgegeben. Dabei betonte er, ein neues Klima anzustreben und die Opposition stärker einbinden zu wollen. Beispielsweise sollen Gesetze und der Landeshaushalt verstärkt in Arbeitsausschüssen des Landtages erarbeitet werden. Zudem betonte Kompatscher, die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt seiner Regierungsarbeit stellen zu wollen. Ein anderer wieder: Die SVP musste einen Denkzettel für einige Skandale der letzten Zeit und für den Vorwurf von zu viel Macht in zu wenigen Händen hinnehmen. Die Botschaft ist angekommen und das wollen und werden wir gemeinsam ändern. Kurz nach der Wahl. Bildunterschrift: Der Newcomer Kompatscher konnte mit dem Anspruch einer neuen Politik einiges an Unmut in Südtirol abfangen. Und dann zum Duo Kompatscher-Achammer. Die zwei ticken ähnlich, sie zählen zum lächelnden, immer bescheidwissenden und mediengerechten Politikertyp. Europäisch, weltoffen, modern, oft aber auch etwas weichgespült. Einer, der leicht wegflutscht. FF, Sie werden es vielleicht kennen. Sie haben also versprochen, Herr Landeshauptmann, Gesetze und den Landeshaushalt in den Arbeitsausschüssen des Landtags erarbeiten zu wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, ich weiß nicht, habe ich es versäumt? Ich wurde noch nie im Gesetzgebungsausschuss im Vorfeld frühzeitig und rechtzeitig mit Haushaltsartikeln konfrontiert. Wir haben gestern Nachmittag wieder die neuen Tabellen, 1000 neue Seiten bekommen.
Und jedes Mal heißt das Gleiche, wir mussten bis zum Schluss arbeiten. Und dann ist ganz egal, ob der Haushalt am 10. Dezember, am 15. oder am 20. verabschiedet wird. Immer, immer ist es während der Sitzung, dass die ganzen Tabellen ausgetauscht werden. Immer. So können wir nicht vernünftig und seriös arbeiten. Und zu sagen, es wäre technisch nicht möglich, auf die Kapitelebene zu gehen, das stimmt einfach nicht. Weil wenn man in den Büros anruft, weiß jeder, wie viel in den Kapiteln drin ist. Und beim Nachtragshaushalt haben wir es ja auch. Da ist immer technisch möglich, dass wir die Kapitel bekommen. Versprochen und gebrochen, Herr Landeshauptmann. Mehr Einbindung in den Gesetzgebungsausschüssen. Wir mussten in einem Gesetzgebungsausschuss ein Gutachten abgeben über den Bettenstopp. Von diesem Text, den wir zur Begutachtung bekommen haben, wo wir Änderungen machen sollten, dass der definitive sein sollte, das war ja ganz ein anderer Text, der dann am Ende von der Landesregierung verabschiedet worden ist. Also dann frage ich mich, warum soll man auf etwas ein Gutachten abgeben, das danach eh komplett anders ist? Etwas anderes wäre, wenn unsere Änderungen beziehungsweise die vom Gemeindeverband eingeflossen werden. Nein, war es nicht. Mehr Transparenz war versprochen, Herr Landeshauptmann. Sie wollten den Landtag mehr einbinden. Die Gelder aus dem BNNR-Fonds. Wir mussten einen Sonderlandtag machen, weil wir mitreden wollten. Weil wir mitentscheiden wollten, was mit diesen großen Geldsummen im Land passiert. Welche Projekte hier gemacht wurden. Sie, Ihre Volkspartei, Lega und Co., Vettori ist nicht hier, der auch immer fleißig mithilft, hat diese Zusammenarbeit abgelehnt. Und das ist für mich diese Fata Morgana, wo ich sage, was ist hier übrig geblieben von diesem Hoffnungsträger am Horizont? Sie sollen sogar, das ist jetzt natürlich durch das ganze Chaos in Ihrer Partei und was sich in den Medien auch widerspiegelt, Garant des sozialen Flügels innerhalb der Landesregierung und auch innerhalb der Volkspartei sein. Das betonen auch immer Fans von Ihnen. Ich nenne nur zwei aus Ihren eigenen Reihen, die Pseirer Bürgermeisterin und die Senatrice Unterberger, die ja immer wieder sagen, ja, der Kompatscher steht für das Soziale und deswegen sind Sie so auf der Seite vom Landeshauptmann. Auch im Podcast wird das ganz immer offen gesagt. Dann frage ich mich, gestartet als Teil des Wirtschaftsflügels, die Politik in allen Kapiteln wirtschaftslastig, also da sehe ich nie, dass jetzt die große soziale Wende gewesen wäre in diesen letzten 9 Jahren. Sie sind der Herr der Münze in diesem Land. 70% des Haushalts verwalten Sie. Sie sind der Landeshauptmann, Sie sind der Finanzlandesrat und werden dargestellt als die Garant für das Soziale, aber es ist nicht ablesbar. Es ist nicht ablesbar. Da stoßt sich Schein und Wirklichkeit. Ich muss Ihnen aber auch ein Kompliment machen und ich meine es ernst. Ihre Reden und Stellungnahmen zu wichtigen Anlässen, zu wichtigen Ereignissen, auch zu gesellschaftspolitischen Themen, sind sehr oft sehr, sehr gut. Wenn man Ihnen da zuhört, wenn Sie bei der Tagung zur Altersarmut reden, da kann man, ich glaube, weitgehend das meiste unterschreiben und sagen, ja, sind wir auf dem richtigen Weg, da machen wir es richtig. Und dieses Landeshauptmann so redet. Dasselbe ist beim Equal Pay Day. Wunderbar, wunderbar. Von Ihrem Landeshaushalt, wo Sie die Kapitel hintun als Finanzlandesrat, wo Sie, wie gesagt, 70% selber in der Hand haben, wo Sie nie versucht haben, genau das auch in die Tat umzusetzen und auch mit Finanzen zu decken, diese Geschichten. Das ist eine politische Fata Morgana, ich kann es nicht anders sagen. Und das Irre ist, dass es gibt kaum Leute in diesem Land, die das vergleichen mit den Haushaltszahlen.
Da wird einfach das übernommen, was man halt sagt, aber das wird schon in anderen Ländern auch ähnlich sein. Niemand hat sie gehindert, hier Sozialmaßnahmen zu machen. Und immer, wenn man fragt, wer ist schuld daran, dass es nicht so läuft, wie der Landeshauptmann das in seinen Reden sagt, dann sind immer alle anderen schuld. Alle anderen sind schuld. Das sagen nicht nur Sie, sondern das sagen Ihre Verteidiger oder wer auch immer. Einmal ist der böse Wiedmann, die böse Deeg, die bösen Bauern, die böse Dolomiten, der böse Parteiobmann, die böse Opposition sowieso. Wer es wagt, in diesem Land von der Opposition den Landeshauptmann irgendwie zu kritisieren, der kriegt eine blöde Titelseite oder irgendwas, auch wenn nichts dahinter ist, ist erst dem Kollegen vom Team K passiert. Ich habe in meiner Rede hier sicher, reserviere ich mir 4, 5 Geschichten. Und Herr Landeshauptmann, ich weiß, dass Sie viel zu intelligent sind, um nicht zu wissen, dass nicht immer alle anderen Schuld haben. Die ich da aufgezählt habe, auch uns inklusive, wir sind alle keine Heiligen. Braucht man nichts schön zu reden. Nur, dass wirklich immer alle anderen schuld waren, dass sie in den letzten 9 Jahren diese Erneuerung nicht geschafft haben, blockiert waren, verhindert waren und jetzt in der Verlängerung, sie müssen jetzt 5 Jahre verlängern, um die Tore zu schießen, die sie in den letzten 9 Jahren nicht geschossen haben, oder was? Weil alle anderen sie blockiert hätten. Herr Landeshauptmann, das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, aber die Umfragenwerte sind ja so toll, das Land sieht es anders. Wir reden hier von Südtirol. Mein Vater hat immer gesagt, die Südtiroler haben immer Hurra geschrien. Immer. Beim Kaiser, beim Gauleiter, danach bei den gewählten Landeshauptmann. Die Masse in Südtirol ist auf die Macht konzentriert. Ohne Vergleiche zu machen. Herr Landeshauptmann, Sie kennen mich, ich mache da nicht. Aber es ist so, es ist so. Nein, es ist so. Man hat immer, also der Südtiroler ist wahnsinnig obrigkeitshörig. Und wenn Sie die Umfragewerte von Luis Durnwalder vergleichen mit Ihren, dann relativiert sich das ja auch schon irgendwo. Und es geht mir ja auch nicht darum, ich habe ja kein Problem damit. Ich habe ein Problem damit, dass Sie nicht das umsetzen, was Sie uns und dem ganzen Land ständig erzählen. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Südtirol, als jeder, der sich als freien Demokraten bezeichnet und als überzeugten Demokraten und auch einen bestimmten Hang hat, Dinge kritisch zu hinterfragen, der hat 3-mal den schwarzen Peter gezogen bei uns. Einmal sind wir in einem Land aufgewachsen, das seit bald 80 Jahren von einer Partei regiert wird. Und ich sage es ganz offen, ohne Südtirol generell schlecht zu reden, aber eine Partei, die 80 Jahre regiert, egal ob die dann schwarz ist, blau oder grün, das macht keinen Unterschied, die kriegt einfach eine bestimmte Eigendynamik, die einer Demokratie nicht gut tut. Und ich wünsche es mir einfach in meinem Leben, es noch erleben zu dürfen. Und das muss ich mit 40 Jahren sagen, dass in diesem Land vielleicht einmal eine andere Partei regiert. Das klingt eigentlich so, als würde es jemand aus China oder Südostasien sagen. Aber in Mitteleuropa muss man sagen, man wünscht es sich, dass einmal eine andere Regierung, eine andere Partei an der Regierung ist oder mehrere Parteien an der Regierung sind. Also, Das muss man als Demokrat einfach klar hinterfragen, dass das nicht à la longue sein kann. Und das tut, warum tut es Ihnen nicht gut? Ihr musstet noch nie ohne die Strukturen im Hintergrund, ohne die Apparate politisch arbeiten. Ihr konntet immer aktiv über die Gremien, über die Verwaltungsapparate arbeiten. Und umgekehrt, uns in der Opposition tut es ja auch nicht gut. Seit 80 Jahren musste niemand anderer
musste niemand anderer Regierungsverantwortung übernehmen. Das spiegelt sich schon auch wieder. Also das ist für beide irgendwo ein Problem. Und ich sag's eben, das ist für jede Demokratie ein Problem. Einmal der schwarze Peter. Der zweite schwarze Peter, und das liegt auch an diesem System, sind die Verbände, die Interessensvertreter und so weiter. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir gute Interessensvertreter haben und starke Verbände haben. Egal, ob das Gewerkschaften sind, egal, ob das Wirtschaftsverbände sind, egal, ob das ehrenamtliche Vereine und Verbände sind. Wir brauchen das. Und das ist eine ganz zentrale, auch ein zentraler Faktor einer guten und funktionierenden Demokratie. Und es ist auch richtig, dass sich die Politik mit den Verbänden austauscht. Und es liegt auch auf der Hand, dass Verbände mit einer Regierungspartei, die auch dann aktiv in der Umsetzung ist, mehr Kontakt hat und sich öfters austauscht als mit Oppositionsparteien. Da gehen, glaube ich, alle d'accord. Was in Südtirol aber immer noch nicht verstanden wird, und da wird dann so betreten weggeschaut, wenn man die Leute damit konfrontiert, ist, dass es moralisch nicht angeht und auch der Anstand es einen verbietet, als Demokrat, als Verbandsobmann, als Verbandsfunktionär, zugleich im Parteigremium der Regierungspartei zu sitzen. Und das gehört bei uns 1:1 dazu. 1:1. Da wird nicht einmal nachgedacht, das ist das Normalste auf der Welt. Verbandsobleute sind ihren Mitgliedern verpflichtet, den Interessen ihrer Mitglieder, aber sie haben nie den Auftrag, Parteipolitik zu machen. Dass der Bauernbund ist klar vorne mit dabei, aber auch Gerd Lanz. Du hast es vorhin angesprochen. Du findest es eine Schweinerei, dass man es in Frage stellt und als komisch empfindet und beanstandet, wenn der Verbandsobmann der Musikkapellen in Südtirol oder andere Werbung für den Landeshauptmann oder für irgendeine Partei machen. Die sind keine Privatpersonen mehr. Ich war auch lange im Ehrenamt tätig. Die werden nicht gefragt, Werbung zu machen, weil sie weil es irgendwie der Bauer, ein guter Bauer aus Leifers ist. Nein, weil er der Bauernbunddirektor ist. Der wird nicht gefragt, Werbung zu machen, weil er gut Trompete spielt, sondern weil er Verbandsobmann der Südtiroler Musikkapellen ist mit zigtausenden Mitgliedern. Deswegen werden sie gefragt. Und das dann nicht einmal in Frage zu stellen, und das ist das Normalste auf der Welt, dieser gesunde Abstand, der gehört dazu, das gehört zu einer Erneuerung, Herr Landeshauptmann. Auch das haben wir von Ihnen erwartet, dass Sie hier auch ein Garant dafür sind, und Sie wissen es ganz genau, weil ich kenne Sie mittlerweile auch ein bisschen, Herr Landeshauptmann, dass Sie sehr wohl hier unterscheiden können und auch ähnlich empfinden, glaube ich. Aber Sie wissen genau, wir brauchen es halt, weil es ist natürlich auf unsere Mühlen ist. Stellen Sie sich mal vor, in diesem Land würde der Obmann der Südtiroler Bauernjugend in Parteileitung vom Herrn Galateo sitzen, Pressemitteilungen machen, Auftritte absolvieren. Der Bauernbunddirektor wäre in der Landesleitung der Grünen, würde regelmäßig mit der Brigitte Foppa dann irgendwelche Stellungnahmen machen. Stellen Sie sich mal vor, was da los wäre in diesem Land. Was los wäre, wie die Mitglieder rotieren würden und wie es da aufgehen würde. Aber solange es bei der Volkspartei ist, heben wir alle die Pappen. Edelweißblindheit, Edelweißblindheit. Ja, dann zeigt, beweist es uns einmal und nehmt's und sagt es, na schaut's, wir suchen nicht konkret die Verbandobleute und missbrauchen die Verbände zu Vorfeldorganisationen. Der dritte schwarze Peter, der uns Demokraten ja wirklich, ich kann nur noch staunen, was medial in den letzten Monaten abgelaufen ist in diesem Land. Jeder von uns weiß, dass Südtirol unsere Medienlandschaft ist genauso sonderbar und eigenartig wie unsere politische, das muss man sagen. Hängt vielleicht auch
direkt zusammen. Das Wechselspiel zwischen den Ideen, zwischen Vorschlägen, zwischen links, rechts, zwischen Opposition und Regierung findet mittlerweile nur innerhalb einer Partei statt. Es geht nicht mehr, wer ist regierungsnahe, wie in anderen Ländern. Da gibt es regierungsnahe Medien und eher oppositionsnahe Medien. Na, bei uns gibt es eher Pro-Kompatscher und Kontra-Kompatscher-Medien. Herrlich. Wählen 50% die einen und 50% die anderen, haben wir am Ende 100% Volkspartei gewählt. Komplimente alle zusammen. Perfekt. Ha? Irre. Und da werden Artikel geschrieben über Gerüchte. Erst neulich waren zwei, drei Sachen, die haben unter anderem mich betroffen, deswegen kann ich sie erzählen. Ich habe hier schon im Landtag, ist das Gerücht zirkuliert, ich würde die Änderungsanträge zum Wohnen, beim Wohnbau mit den Punkten, die würde ich im Auftrag der Landesrätin Deeg schreiben, um dem Landeshauptmann eins auszuwischen. Ich würde Änderungen zum Haushalt bringen, weil der Wiedmann die Änderungsanträge geschrieben hat und an die Opposition ausgeteilt hat. Na. Und das wird als Pseudo-investigativer Journalismus dann auch noch irgendwo verkauft raus und es wird so übernommen. Ich muss schon sagen, mir ist es völlig wurscht, weil mir sind die Medien in diesem Land, mir sind sie wirklich egal, weil mich hat an der ganzen Geschichte ja einfach nur schockiert. Ich bin jetzt zufällig ein Wissender, der weiß, wie die Haushaltskapitel ausschauen und dass Realität und Wirklichkeit in diesem Land auseinanderbrechen. Nur auf Staatsebene, auf europäischer Ebene, auf anderer Ebene bin ich angewiesen auf diese Artikel, die ich nicht so kritisch hinterfragen kann wie hier, wo ich es besser weiß, weil ich selber mit dabei bin. Und das macht mir große Sorge. Und das tut mir leid für unser Land und für die vielen, vielen jungen Menschen, die noch daran glauben, dass wir gemeinsam etwas verändern können und dass wir hier alle miteinander Verantwortung verspüren. Und ich appelliere wirklich an alle, an den Landeshauptmann als erstes, aber auch an uns alle, dass wir diese Verantwortung auch im Umgang mit den Medien, auch im Umgang mit den Medien verspüren, dass wir dort auch klar sagen, was los ist, nicht uns vor den Karren spannen lassen, weil wie wurden wir getrieben? Wie wurden wir getrieben, Partei zu ergreifen? Partei zu ergreifen, nicht die Leute der Volkspartei, nein, die Opposition, wir sollten Partei ergreifen für die gute oder die schlechte Volkspartei. Ja, geht's noch? Das ist das Demokratieverständnis. Herr Kompatscher, Sie wollten vieles, sehr vieles anders machen als Ihr Vorgänger. Ich habe Ihnen einige Sachen gesagt, wo Sie Ihre ganzen Versprechen, die ganzen Hoffnungen, die wir auf Sie gesetzt haben, gebrochen haben. Ich befürchte, dass Sie es nicht auf die Reihe kriegen werden, wie gesagt, nach 10 Jahren jetzt in der Verlängerung das alles hinzubekommen, wo wir Sie alle und ganz Südtirol Sie in den letzten 10 Jahren blockiert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Chaos, von dem diese Landesregierung geprägt und auch gebeutelt ist und das ganz Südtirol nur noch nervt, dass dieses Chaos sich wahnsinnig verbessert. Bei den nächsten Wahlen wird es keine Mega-Veränderungen geben. Wer bei der Südtiroler Volkspartei als Spitzenkandidat kandidiert, der wird mit ziemlich großer Sicherheit zum Landeshauptmann in diesem Land, so wie man in Völs, wenn man bei der Volkspartei kandidiert, auch ziemlich sicher Bürgermeister wird. Würde man in Völs eine eigene Liste oder eine grüne Liste machen und kandidieren, wird es ein bisschen schwieriger werden. Deswegen muss man halt Kröten schlucken. Muss man halt Kröten schlucken und wenn man den einfachen Weg geht und die Mehrheitspartei verwendet, um auch
eine Spitzenposition zu bekleiden, da muss man sich halt auch mit den Typen in der Mehrheit zurechtfinden. Und dann muss man sich diese Mehrheit einfach auch suchen. Und da sind nicht immer andere schuld. Da sind nicht immer andere schuld. Und ich glaube, dass wir, vor allem auch in der Opposition, sehr, sehr oft auch kritisiert worden sind. Wir wären viel zu fein mit euch allen. Wir wären viel, viel zu fein. Warum? Weil zumindest ist das mein Eindruck. Kann subjektiv sein. Wir haben sehr oft bei vernünftigen Dingen, die ihr gebracht habt, mitgestimmt. Doch. Ja, da braucht gerade Landesrat Schuler nicht das Gesicht zu verziehen, weil du bist in dieser Legislaturperiode ja vollkommen unterm Radar durchgekommen, weil man sich wirklich mit anderen Prioritäten beschäftigen hat müssen. Es gäbe in deinem Ressort zahlreiche Dinge, die aufzuarbeiten sind. Zahlreiche. Und dass wir jetzt den Borkenkäfer haben und nicht mehr wissen, wie wir fertig werden, liegt vielleicht auch daran, dass wir ein bisschen zu spät die warnenden Rufe so mancher im Land, und da meine ich nicht nur mich, beachtet haben. Um abzuschließen. Südtirol hat sich etwas Besseres verdient als diese Performance, die ihr abgeliefert habt. Und ich baue darauf, dass es im Jahr 2023 ein Umdenken gibt, auch weil uns ein Wahlkampf bevorsteht. Und im Wahlkampf wird immer dazu geneigt, und das ist in der Natur der Dinge, zu überspitzen, zu verkürzen, noch mehr zu polarisieren. Und wenn wir sehen, woher wir jetzt kommen, wo ihr vor allem dieses Land in den letzten Monaten auch hinmanövriert habt, dann kann das ganz, ganz grausig werden nächstes Jahr. Und ich habe gar keine Lust, einen Wahlkampf zu machen, wo wir uns gegenseitig irgendwo, wo wir ständig Angst haben müssen, zerrissen zu werden, weil wir irgendwie einem Lager der Volkspartei angerechnet werden. Wir in der Opposition. Ich finde so etwas vor einem Wahlkampf schon sehr, sehr bedauerlich. Und Sie täten wirklich gut daran, alle gemeinsam sich zu überlegen, ob diese Regierung, wie Sie sie präsentieren, ob das der Ausgangspunkt ist, hier noch einmal eine Runde aufzulegen oder nicht.